Clip-Licht da vorne. Ja, das gesehen ist wirklich. Da vorne lag ein Clip. Ah, oh, hier ist ein Toter. Ein Toter? Toter. Totem. Ich hab schon mehr keinen Platz mehr. Sechs. Noch gefunden. Machen wir mit Feuerrad 2. Dann hack ich jetzt mal wieder, wa? Ja, mach mal. Das ist wahrscheinlich weiter nach hinten. Ebene 3 ist nun offen. Okay. Und jetzt? Gehen wir zurück zum Aufzug und fahren damit zur Bahnstation. Mhm. Hä? Na, das war jetzt wieder total vorne. Ja, wir können jetzt auf Ebene 3 fahren. Das ging vorhin nicht. Ja, super. Da lag doch was. Ach, den Scheiß. Den brauche ich nicht. Den benutze ich sowieso nicht so viel mit. Ah, oh, nein! Nein! Will ich nicht! Also, wenn ich demnächst den Mond anholen, ne? In meinem Kopf! Sie wollen, dass ich sie anführe. Haben Sie sie auch gehört? Was? Nein, habe ich nicht. Hören Sie nicht auf sie. Wir müssen nach Hause. Und wenn die genau das von uns wollen? Oh, Isaac. Wenn Leute Stimmen hören, dann bedeutet das, dass sie durchdrehen. Sie drehen durch, okay? Und jetzt holen wir uns den verdammten Shockpoint-Antrieb. Oh, Isaac. Boah. Voll genervt, ey. Alter. Geh mir nicht auf den Sack. Sag mal, ich würde dich, ne? Normalerweise das muss man immer im Auge behalten. Ja. Man weiß ja nie, wann du gleich durchtickst. Man weiß ja nicht, wie viele Personen auf einmal hinter einem stehen, ne? Oh, oh. Die hängen die hier voll ab. Ja. Ey. Jetzt wird's abgedreht, seit ihr die Kirche hier mit im Spiel ist, ne? Uiuiuiui. Mm. Ihr seht aber nicht mehr gesund aus. Ach, das sind seine Hände hier. Okay. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh ja, der Church noch nicht unterworfen haben. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alter. Was? Was mit unterworfen? Hier in der Textlog. Offenbar sind nicht mehr viele von uns übrig, die sich der Church noch nicht unterworfen haben. Und okay. Geht noch weiter. Bla 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 blub blub. Und ich geh mal weiter hier nach unten, ne? Ja, mach mal. Ey, aber was ist... Mir fällt gerade auf, habe ich einen anderen Anzug vorhin genommen? Keine Ahnung. Ich hatte doch vorhin solche... Ich habe doch sonst solche Streifen hier auf meinem Anzug gehabt, oder nicht? Ich meine, am Anfang der hier, ne? DLC hast du auch gleich einen Anzug gehabt. Ach so, okay. Meine ich. Da hast du, glaube ich, deinen Standardanzug wieder angehabt. Oh, oh. Mama? Cooles Ding. Wir gehen nicht kaputt. Was haben die denn mit den Händen von den Typen gemacht? Krallen dann etwa mit den schönen Händen. Ja. Mein Leben ist auch einer verwundet. Nicht. Ach. Nicht. Was ist passiert? Oh, gute Frage. Es war real. Es muss real gewesen sein, richtig? Drauf geschissen. Wir verschwinden hier. Wo ist der Kommandoturm? Auf der Mittelstation. Wir müssen die Bahn nehmen. Dann ist ja sicher, waren wir schon. Das ist ja klar. Ne? Weißt, welche Bahn das ist. Ja, super. Drauf geschissen. Ja, aber die sind ja abgedreht hier, die Viecher. Ja, mit Hände absägen und so spielst. Alter Vater, ey. Wo müssen wir eigentlich hin? Weg. Ja, wir sind in Mittelstation. Müssen wir
Achternstation oder Burgstation? Ich hab da keine Ahnung, ne? Ja. Ist das so wie immer? Ich weiß es doch nicht. Oder ne, wir sind Bergstation. Ja, Burgstation meine ich. Sie kommen, meine Brüder, und sie sind hungrig. Ist eure Seele bereit, sie zu nähren? Oder werdet ihr als unwürdig erachtet und ausgemustert? Helft mir, eine neue Kirche zu bauen. Keine aus Stein und Mörtel, sondern aus Fleisch und Blut. Zollen wir Tribut, so glorreich, dass der Himmel ihn bemerken wird. Sie kommen, meine Brüder, und wir werden bereit sein. Aus Fleisch und Blut, man, die aus Händen? Ich weiß es nicht, aber den zeige ich gleich, wer hier unwürdig ist hier. Brüder und Schwestern. Er hat's hinter sich. Das Zeitalter der Menschen. Das Video noch nicht. Neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele geworden. Zu wenig Platz. Die Unternehmen, denen wir einst unser Geld anbieten. Ich sag dir, die bauen eine Kirche aus Händen, ey. Die Regierungen. Ja, das sieht stark danach aus, bitte. Haben sie sabotiert? Hier ist ein Tisch. Gut, und ein Roboter ist gerade reingefahren. Aber fürchtet euch nicht. Ich geh jetzt mal zum Tisch. Hier ich kann schon nichts. Hier ist ein Rahmen noch. Irgendwas. Ja, ich kann schon nichts mehr aufnehmen. Stasehilfe. Ein Teil 2 Stase. Ja, Stasehilfe, ja, genau, hab ich auch. Vereint in Körper und Geist. Unsere Einheit wird unsere Erlösung. Aber die gehen ab. Nope. Wir werden weiterleben. Nicht als Menschen. Das ist ja nicht die Übung hier. Sondern als Gott. Die Church of Unitology wartet auf euch, meine Freunde. Befreit euch von den Ketten dieses Lebens und kommt zu uns, wenn das Neue beginnt. Ich bin Jacob Arthur Danek. Touch jetzt mal auf, Mann. Botschaft. Brüder und Schwestern. Das reicht, ich brauche eigentlich nichts mehr. Ich bin ganz zufrieden diesmal mit meinen Waffen. Ich kann noch ein bisschen mehr betonen. Zu wenig Platz. Die Unternehmen, denen wir einst unser Geld anvertrauten, haben es verpasst. Die Regierungen, denen wir einst unsere Zukunft anvertrauten, haben sie sabotiert. Naja. Ihretwegen ja. Sterben wir. Wieso? Ja. Aber fürchtet euch nicht. Denn es gibt eine Zukunft. Wie vom Propheten Michael Altman versprochen, hat der schwarze Marker einen Plan. Für euch alle. Ich weiß nicht, ob ich die Pläne alle so mag. Ich sehe euch kommen. Ich auch nicht. Keine Angst, alle sind willkommen, Teil unserer Kirche zu werden. Doch welchen Teil werdet ihr geben? Ein Ohr, um die Botschaft zu hören? Eine Zunge, um die Botschaft zu verbreiten? Oder einen Kopf, um ihre Götter zu verbreiten? Kommt der noch klar? Also, du kannst aussuchen, was du gibst, siehst du? Ist doch voll nett, oder? So mag ich doch meine Kirche. Okay, ich will das nicht, ich will das nicht. Da musst du nur geben, was du nicht brauchst. Das nennt sich eine Kirchensteuer oder was? Quasi. Nimm unsere Augen, damit wir dich sehen können. Nimm unseren Verstand, damit wir dir dienen können. Oh, hier dürfen wir dich töten. Nimm unsere Hände, damit wir dich nähren können. Nimm unsere Augen, damit wir dich sehen können. Nimm unseren Verstand, damit wir dir dienen können. Hey! Boah, hör mal auf hier, ey! Tot! Alter, wie schnell bist du denn jetzt down gegangen? Ja. Dort ging rum die Katz. Alter, Scheiße. Alter. Das ist ja böse jetzt hier. Oh Mann. Erstmal alles nachladen direkt hier. Alter, das ist richtig gemein jetzt, ey.
Ah, Atman! Ich will nicht sagen, aber irgendwie... Oh nein! Ich glaub, wir müssen wir mit Sase hier einfrieren oder so. Geht nicht. Ne, wie gesagt. Alter. Oh, Mann, komische Kleinfuß von mir. Ich stehe neben und ich sehe sie gar nicht. Die Zeit der Auferstehung steht bevor. Haltet euch bereit, wie ihr gefunden werden wollt. Wieso ist er immer hinter mir her? Wir uns vor. Wir tilgen die Sünden aus unserem Körper und erheben unsere Stimme zu ihnen, auf dass wir gefunden werden. Aber den triffst du auch nicht, ne? Ich hab keine Ahnung, was passiert mich nicht. Ich renn auch einfach weg. Hey, das war nicht real. Nee. Machen wir das Richtige, Carver. Das Richtige. Lassen Sie sie nicht in Ihren Kopf. Die wollen uns verwirren. Also, im Moment zählt nur, den Shockpoint-Antrieb zu besorgen und dann heimzukehren. Okay? Haben Sie das kapiert? Ich glaube, das ist genau der falsche Weg, dass wir wieder auf die Erde wollen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas scheint was dagegen zu haben, dass wir auf die Erde wollen. Ja, das auf jeden Fall, aber die hauen ganz schön rein. Ah! Geh weg! Ich war ja auch gerade am Waffe wechseln, ey. Text noch schon wieder.